aus München. Wir sind wieder zurück, schon seit ein paar Tagen. Ach, ich habe noch nicht gefilmt. Ich habe jetzt gerade die Maus in die Spielgruppe gebracht. Und ja, jetzt mache ich was zum Frühstück. Ich bin geradelt. Hey, es ist heute so richtig so schwül, gewitterig, heiß. Ich glaube, wir werden nachher nochmal eine Runde in den See springen. War gestern Abend auch schwimmen. Alleine, als der Kleine im Bett war. Papa war zu Hause. Oh, herrlich. Eine schöne Abkühlung. Wir haben auch das Planschi draußen stehen. Ich weiß nicht, man sieht es, ne? Vielleicht lege ich mich jetzt da rein. Ich wollte jetzt hier mal so ein bisschen gleich Schiff auch machen in der Küche. Mal so ein bisschen meine Vorräte durchschauen und auch noch ein bisschen so, ja, schauen, was noch da ist, Neues kaufen. Und vielleicht interessiert euch das Thema ja auch, so ein bisschen ausmisten und so. Das mögen ja viele voll gern. Was zu essen müsste ich mir auch mal machen. Ich hätte auch ein Hüngerchen, aber ich bin noch unentschlossen. Ich glaube, ich mache mir einfach ein Smoothie. Ich mag irgendwie was Frisches, was Leichtes haben. Bei dem Wetter ist immer so eine Sache. Ich habe ja immer Hunger bei jedem Wetter. Also, dass ich mal keinen Hunger oder Appetit habe. Aber so richtig weiß ich dann auch mal nicht, was ich essen soll, was bei dem Wetter einem jetzt nicht so schwer im Magen liegt. Muss ich mal überlegen. Aber ich glaube, Smoothie ist eine gute Idee. Ich habe noch frische Erdbeeren. Frische Erdbeeren, natürlich nicht frische, aber selbstgepflückte Erdbeeren eingefroren vom Erdbeerfeld. Ich bin so traurig. Das Erdbeerfeld hat schon zu. Die Erdbeersaison ist schon vorbei. Ich hätte viel mehr noch pflücken und einfrieren wollen. Die sind einfach so göttlich lecker vom Erdbeerfeld. Nicht vergleichbar mit den TK-Beeren, die man so kaufen kann. Aber haben es leider nicht mehr geschafft. Die Erdbeerzeit ist schon vorbei. Ich nehme nicht alle davon. Das sind meine letzten. Schätze. Was ist denn auch dieser Geruch? Ja, wenn man immer an diesem Erdbeerfeld schon vorbei ist. Mann, ich ärgere mich echt, dass ich nicht da irgendwie 5 Kilo Erdbeeren, 100 Kilo Erdbeeren noch gepflückt habe und eingefroren habe. Die waren auch preislich wirklich so fair, fand ich. 5 Euro pro Kilo. Klar muss man selber pflücken, aber für regional und diese leckere Qualität. Mein Mann hat noch die Küche komplett aufgeräumt und geputzt, als ich im Bett war gestern. Voll cool, nachdem er auch noch Abendessen gekocht hat. Richtig schön. Das liebe ich ja, wenn ich da in der Früh reinkomme. Das ist alles schön ordentlich. So Bios hier, da mache ich auch ein bisschen rein. Mandelmilch mit ein bisschen Vanille noch dazu. Und dann langsam ein Eklat. Sonst macht es immer nicht so richtig satt. Mein liebstes Proteinpulver von InnoNature. Das ist einfach für mich das Beste, weil das eben diese ganzen Aromastoffe, Süßstoffe nicht hat. Es riecht und schmeckt ganz leicht nach Beere. Man kann das auch so in der Milch trinken, aber das schmeckt jetzt nicht so eklig künstlich wie viele andere. Ich liebe die Produkte einfach von InnoNature. Ich gebe jetzt auch noch ein bisschen davon rein. Da hattet ihr mich gefragt, was ist besser, dieses Lemon Morning. Moringa Gerstengras oder Kurkuma Gerstengras. Kann man nicht sagen, was besser ist. Das ist einfach so, hier habt ihr das eher so, um die Verdauung anzuregen. Den Apfelessig und die Zitrone mit drin. Das ist für morgens ganz gut. Es gibt so ein bisschen Energy Kick. Und das habt ihr eben mit Kurkuma. Das ist halt super für, ja, für dicke Haare, lange Haare. Oder wenn ihr irgendwie auch so Entzündungen im Körper habt oder irgendwelche Befindlichkeiten, dann ist das natürlich eine tolle Kombi. Kurkuma Gerstengras, also könnt ihr gerne auch meinen Code nehmen. Ich liebe die Produkte. Gerade bei Instagram auch erzählt. Astaxanthin, mein Geheimtipp, das habe ich bei YouTube noch nicht erzählt. Wenn ihr mit Sonnenallergie zu tun habt, hatte mir direkt eine Followerin geschrieben, ihr hat das auch super geholfen, mir auch damals. Also es lohnt sich mal auch mal so ganzheitliche Sachen, ja, denen auch mal eine Chance zu geben und das auch mal auszuprobieren. Und dann aber halt da auch gezielt schauen. Ist da nicht alles sich wahllos reinhauen, was man irgendwo bei Social Media sieht. Es kostet auch alles Geld. Und das ist auch gut und richtig so. Ich gebe gern Geld für Sachen aus, die qualitativ hochwertig sind. Aber dann müssen sie halt auch dann, wenn ich sie wirklich brauche und wirklich nutze, und nicht so wahllos irgendwas sich reinhauen. Dürfte ein bisschen cremiger sein. Ein bisschen wässrig. Meine Nase ist ganz rot, ich habe es gerade so auf die Nase geputzt. Welcome back to Heuschnupfenland. Ich dachte, es wäre vorbei. Irgendwas fliegt gerade noch. Mal dann auf. Und ich wollte mal gucken. Ah ja, genau, da habe ich noch Gemüsebrühe. Die von Koro. Ich will nämlich für Koro jetzt bestellen. Wollte ich gerade mal gucken. Die Wurzel habe ich doch da unten. Das ist gut. Und
Roggen für meinen Sauerteig. Ich wollte jetzt nämlich auch noch einen Brotteig machen, Röstzwiebeln. Irgendwie so viele Röstzwiebeln, die hat mein Mann gekauft. Panikkäufe. Das kann auf keinen Fall ausgehen. Ja, und jetzt gebe ich halt dann immer so die Sachen mit so einer Klammer hier unten in die Box rein. Wenn das nicht mal in die Gläser reinpasst, ist das. Das hat mein Mann im Asiamarkt gekauft. Sind natürlich Glückskekse. Ach, geil, dass wir sowas haben. Ja, ein bisschen durcheinander. Da muss ich jetzt mal Ordnung machen. Dann, wo ich auch unbedingt mal wieder Ordnung machen muss. Das wird auch mal wieder so schnell unordentlich. Da ist hier so mein Honig und mein Zuckernussmus. Ach, das da. So lecker. Ich überlege, ob ich da noch mal eins bestelle. Wer weiß, ob das nicht irgendwann mal aus dem Sortiment geht. Habe ich immer Angst. Ahornsirup brauche ich. Der ist mir ausgegangen. Und irgendeinen Nussmus mal noch, glaube ich. Ich habe hier Pekannussmus. Das mag ich voll gerne. Aber das mag der Kleine nicht so gern, weil das ein bisschen bitter ist. Und ich glaube, ein anderes Mus haben wir gar nicht. Genau, den bestelle ich noch mal. Mandel jetzt mit meinen verschiedenen Mehle drin. Proteinpulverchen sind, habe ich hier. Den muss ich auch mal aufbrauchen. Einfach. Da ist überall immer nur noch so ein bisschen drin, aber je nachdem, was ich für ein Smoothie mache, brauche ich unterschiedliche. Aber ich muss das jetzt echt mal leer machen. Mit dem Händerspielkuppe haben die uns so einen Beutel mitgegeben. Zum Bemalen noch als Abschiedsgeschenk für die Kinder. War neulich so ein Elternabend, da haben die das zusammen bemalt, da waren wir aber leider nicht da und jetzt müssen wir es noch zu Hause machen. Gleich mal überlegen, was ich da drauf male. Und jetzt schreibe ich mir mal hier so einen Zettel. Jetzt mal geguckt und schreibe mir jetzt mal auf, was wir so brauchen und werde jetzt mal meine Koro-Bestellung machen. Und das ist echt immer gut, wenn man immer so regelmäßig mal die Küchenschränke so durchschaut, dass man oft hat man auch dann Zeug doppelt. Oder es sind einfach so Sachen, die einfach dann so verkruscheln irgendwo in der Kiste. Und dann denkst du dir so, ach, das hatte ich ja auch noch und das kostet ja auch Geld. Ne? Das hat ja alles mal Geld gekostet und das ist ja auch immer wichtig. Mir zumindest sehr wichtig, dass man es dann auch aufbraucht und dass man es dann auch benutzt. Eine Tomate auch hier. Ich gehe mal gerade ins Badezimmer, weil nur hier habe ich noch Licht. Drüben. Es ist so dunkel jetzt geworden. Wir waren zusammen, also mein Mann, ich und der Kleine, nach seiner Spielgruppe noch beim Baden am See. Wir haben ein kleines Picknick gemacht. Und jetzt haben wir uns später noch, also habe ich mich noch mit einer Freundin getroffen, mit den Kindern und dann haben die Kinder noch Eis gegessen. Und jetzt rollt hier gerade sein schönes Sommergewitter an. Ich liebe das ja, diese klare Luft. Ich muss gerade jetzt mal kurz rausgehen und tief durchatmen. Mein Mann hat mir gerade noch einen Kaffee gebracht, voll lieb. Kleiner hat sich jetzt auf die Couch gekutschelt und guckt ein bisschen Pepper, der ist richtig platt. Dem werde ich jetzt auch gleich Abendessen machen. Der wird heute 18 Uhr ins Bett gehen, weil der ist richtig müde und geht morgen wieder in die Spielgruppe, muss er fit sein. Und morgen ist Badetag. Morgen gibt es dort Planschbecken und die ziehen ihre Badesachen an und es wird bestimmt ein toller Tag für ihn. Genau, und jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich ihm so eine Pizza, so einen Pizza-Pfannkuchen machen kann. Also so Pfannkuchenteig herzhaft, dann so mit Käse und Tomate und Salami und so rein. Könnte ich mir vorstellen, dass das was ist. Mein Mann und ich, wir essen dann später in Ruhe. Und ist, bei uns ist es auch noch zu früh. Wir haben vorhin Avocado mitgebracht und ich habe Tomaten gepflückt mit dem Kleinen auf dem Balkon. Dann machen wir so Guacamole und Ofenpommes und irgendwie so ein bisschen was. Und Yoga wollen wir später auf jeden Fall noch machen. So ein bisschen zum Entspannen, zum Lockern. Genau, das ist der Plan für heute. Ich habe gerade jetzt noch ein bisschen gearbeitet am Handy. So ein bisschen das Wichtigste abgearbeitet und nachher gibt es noch ein bisschen
eine Work-Session, wenn der Kleine im Bett ist. Ich genieße es aber jetzt gerade auch mal, ehrlich gesagt, ein bisschen Gang runterzuschalten und halt so mein Daily Business zu arbeiten, mein normales Pensum. Aber ich habe wirklich, als ich dieses E-Book erstellt habe, ich habe so viele Nachtschichten gemacht, ich habe wirklich jede Minute, wo der Kleine irgendwie geschlafen hat oder mein Mann ihn übernommen hat, an dem E-Book gearbeitet. Und ja, das war es voll wert, weil es ist einfach so schön. Ich habe eben wieder eine Nachricht gekriegt, dass jemand mit Sauerteig gestartet hat und sich getraut hat. Und das freut mich einfach so mega. Und genau. Habe da die letzten Monate so viel Zeit rein investiert. Jetzt genieße ich es einfach auch mal durchzuschnaufen und einfach auch mal nichts zu tun. Gestern Abend, habe ich schon gesagt, war ich einfach alleine am See und habe schwimmen und habe gelesen. Das hat mich so gut aufgetankt, es war herrlich, wirklich. Und habe heute Nacht super wenig geschlafen. Ich war irgendwie dann so, ich war relativ früh im Bett, aber nicht so früh. Und dann war ich heute viel zu früh wach. Ganz komisch, deshalb bin ich jetzt auch froh, der Kleine jetzt dann bald im Bett ist und wir noch ein bisschen runterfahren können, chillen können, essen, und dann gehe ich auch bald ins Bett. Leckere Kirschen. Sommer Saisonfrüchte sind einfach besser als in den anderen Jahreszeiten. Der Kleine schläft schon. 18 Uhr geht er ins Bett. Aber im Sommer ist einfach so viel zu tun und man ist viel draußen, bewegt sich natürlich mehr und ist natürlich auch immer, ja, schneller müde. Und ich wollte in diesem Video ja ein bisschen über das Thema Slow Living in der Stadt sprechen, weil, was ich oft höre und lese, manche Leute denken auch, ich wohne irgendwie auf Malta, das stimmt ja gar nicht. Und was ich auch oft so lese, so, ja, da haben die Leute gut reden, wenn man jetzt irgendwie ein tolles Haus hat auf dem Land oder man sitzt da auf einer schönen sonnigen Insel, ist jeden Tag am Strand. Natürlich kann man da langsam leben. Unser Leben zum Beispiel hier, hörst du es, findet ja in der Stadt statt. Wir wohnen ja in München und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Slow Living einfach ein Mindset ist und eine Art, wie man sich den Tag und das Leben gestalten kann, und dass jeder irgendwas davon in seinem Leben umsetzen kann. Das heißt ja nicht, dass man das eins zu eins so leben muss, wie zum Beispiel ich das mache oder irgendjemand anders hier auf YouTube. Es gibt genauso Menschen, die auf dem Land leben, in einer schönen, vermeintlich entschleunigten Umgebung. Und die super gestresst sind oder im Außen sind. Und genauso kann man natürlich Slow Living auch in der Stadt praktizieren. Wir wohnen am Stadtrand, das finde ich für uns perfekt. Ich habe früher in der Innenstadt gewohnt und das ist natürlich schon, du hast wahnsinnig viel Input, sobald du das Haus verlässt, sobald du rausgehst. Und das ist natürlich schon viel, gerade wenn man so reizsensibel ist. Aber deshalb finde ich, ist es auch voll wichtig, sich dann da so, ja, so Raum zu schaffen, wo man sich entschleunigen kann. Und das ist halt einfach am besten zu Hause. Also das Zuhause ist der Ort, ja, den man sich einfach so schön wie möglich machen kann, wo man auch viel Zeit verbringt. Und ich merke es auch gerade mit meinem Sohn, gerade für die Kinder, es ist einfach auch so wichtig, so unverplante Zeit zu haben. Nicht so von einem Termin zum nächsten, sondern einfach so mit dem Flow gehen wir meistens, dann ruft halt wie heute, ruft meine Freundin an, wollte noch auf ein Eis vorkommen, zur Eisdiele oder so. Oder wir lagen einfach auf der Wiese heute nach der Spielgruppe, gerade auch so Kindergarten, Kita, Spielgruppe, Schule, was auch immer. Das ist für die Kinder einfach wie ein Arbeitstag und die brauchen auch dann ihre Zeit danach zum Resetten, was jetzt nicht schon wieder verplant ist für tausend Dinge. Also das merke ich auch, wie das einfach gut tut. Und es sind so kleine Momente, kleine Gewohnheiten, Genuss in den Alltag einzubauen. Und Genuss ist wirklich, das kann, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Tantra gehört habt. Ist ja auch eine, viele kennen das so, vielleicht sind so eine sexuellen Richtung. Aber Tantra ist viel mehr, es ist eine Yoga-Art, einfach ein achtsames
sinnliches Leben zu führen. Und da gehört ganz viel dazu, einfach so Selbstliebe, Selbstfürsorge in so kleinen Dingen Freude finden und es sich schön machen. Und ich schaue mir da auch total gern Inspirationen dazu an. Und es stimmt schon, dass die Umgebung, in der man sich befindet und bewegt, dass die einen beeinflusst. Wenn ich jetzt irgendwo bin, wo wenig Natur ist, das merke ich auch, wie mir das fehlt. Ich brauche einfach die Natur, ich liebe die Natur. Wir haben hier bei uns in München super viel Grün, Natur, Parks, wir haben hier Wald vor der Tür, wir haben sehr viele Parks und ja, wir sind super viel in der Natur, wir gehen jeden Tag raus, bei jedem Wetter und genießen das auch sehr. Also manche einer genießt es vielleicht in der Stadt dann im Café zu sitzen und Leute zu beobachten. Das finde ich auch schön irgendwie. Mag ich auch gerne. Also diese Langsamkeit und die kleinen Sachen im Leben zu zelebrieren, das hat nichts mit Stadt- oder Landleben zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, ob ich irgendwie ein riesiges Haus habe oder eine kleine Wohnung. Das kann man überall machen. Ich habe mich jetzt entschieden, ich werde noch ein kleines Workout machen und dann mache ich noch meinen Vorteig für mein Sauerteigbrot morgen. Der Sauerteig ist schon aktiviert, der Starter ist schon aktiviert und jetzt werde ich noch den Vorteig machen. Und ich glaube, ich werde ihn über Nacht in den Kühlschrank geben, weil wenn es so warm jetzt draußen ist, dann geht das immer so ab, dass so schnell da der ganze Zucker, die ganze Stärke aus dem Mehl durch diese Milchsäuregärung verarbeitet wird und weggefuttert wird. Wenn es immer ein bisschen zu schnell wird und dann kann es auch sein, dass das Brot zu sauer dann irgendwann schmeckt. Und genau, das mache ich fertig und dann kann ich da morgen ein Brot backen und ja, mein Mann legt gerade den Kleinen hin und dann werden wir gemütlich zusammen essen und ja, noch ein bisschen Yoga machen und dann werde ich auch früh ins Bett gehen, aber ich zeige dir gleich, was ich zum Essen noch mache. Aber jetzt muss ich erstmal meinen Akku aufladen, sehe ich gerade. Der ist nämlich, blinkt schon rot, der ist leer. Loaded fries, Mexican style mit Salat. So, mein Sauerteig-Vorteig ist hier unter seiner Duschhaube und wartet auf mich für morgen. Das Licht jetzt hier. Ich habe gerade meine Haare so ein bisschen angeföhnt, aber noch nicht fertig geföhnt. Ein bisschen crazy aus. Also ihr Lieben, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mein E-Book, wenn euch das interessiert, ist unten in der Infobox. Und ich muss da nochmal ran hier, glaube ich, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.